Hat Zaira mit euch über die Hochzeit gesprochen? Korsch ist mit Magnifica Valoras Mitgift zurückgekehrt. Sie scheint eingewilligt zu haben, ihn zu heiraten, um die Zukunft von Tarnet und die von Abars Landung miteinander zu vermählen. Wie romantisch. Unser alter Gildenmeister steckt hinter all dem. Zaira will, dass Nikolas für seinen Verrat büßt. Findet Zaira im Nest und beeilt euch. Die Hochzeit ist schon sehr bald. Korsch zahlt ihm viel Geld für die Mitgift. Er zieht an einen abgelegenen Ort und setzt sie zur Ruhe wie Welsa. Dann gibt er sein ganzes Geld für diese Gemälde aus, die er so gern sammelt. Wenn nicht einer von uns ihn findet und ihm sein eigenes Gekröser zu fressen gibt. Ich würde es tun, wenn Zaira mich dazu auffordert. Meine Theorie? Nikolas gibt Korsch die gestohlene Mitgift. Korsch bringt sie zu Oberinspektor Ranbik zurück. Da die Mitgift geborgen wurde, reißt das Eisenrad ab. So gewinnt Korsch großen Einfluss bei den Handelsfürsten. Eben jenen Leuten, die die Beute all der Piraten kaufen, welche in Tarnet auf Kaperfahrt gehen. Korsch wird ihre Marionette. Er hält die Handelsfürsten von Abars Landung bei Laune. Das beseitigt eine Bedrohung für Tarnet, wodurch sie sich über ihresgleichen erhebt. Noch besser ist aber, dass sie heiraten und ihre eigene Mitgift behalten kann. So gewinnt sie Geld und Einfluss. Wie wäre es damit? Ich lese. Die Politik in Hammerfall ist faszinierend. Ihr fragt mich? Adlige sind Diebe, die Staaten die Taschen leer machen. Da seid ihr ja. Habt ihr von der Hochzeit gehört? Das ist unsere Chance, es Nikolas heimzuzahlen, dass er die Diebesgilde verraten und verkauft hat. Nikolas muss all das geplant haben. Den Diebstahl der Mitgift, deren Verwendung als Hebel, den er bei Valora ansetzen konnte. Jetzt muss sie seine Marionette Korsch heiraten. Also sprengen wir die Hochzeit. Wenn Magnifica Valora erfährt, wen sie heiraten soll, wird sie das Eisenrad auf Korsch hetzen. Und wenn wir die Zukunft von Korsch bedrohen, wird Nikolas schon aus seinem Versteck hervorgekrochen kommen. Ich freue mich schon darauf, ihn zu zertreten. Silberkralle sagte, er würde mit den Einladungen helfen. Trefft ihn in seinem Laden drunten am Hafen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber was immer auch geschehen mag, ihr verdient es, dabei zu sein. Oh, hallo. Zaira hat eine Nachricht geschickt, dass ich mit eurem Erscheinen rechnen sollte. Alle wichtigen Händler in Abars Landung haben eine Hochzeitseinladung erhalten. Jeder einzelne von ihnen. Aber nicht Silberkralle. Fürst Valavir zum Beispiel. Dieser paranoide Betrüger tut auf dem Markt so, als ob ihm jeder einzelne Kachel an den Wänden gehört. Oder Fürstin Berlina, diese üppige, eitle Person. Sie will nicht mal hingehen. Es ist nur eine Ausrede für sie, sich ein neues Kleid bei Perzius Locke zu kaufen. Sie ist verschossen in ihn, wisst ihr? Ich kann sie beide nicht leiden. Fürst Valavir wird seine in der Tasche haben. Wenn ihr geschickt genug seid, könnt ihr es ihm abnehmen. Fürstin Berlina wird sie sicher auf ihre Kommode im Schlafzimmer legen, schleicht an den Angestellten und Wachen in ihrem Herrenhaus vorbei, um sie euch zu holen. Gut, gut. Sobald ihr das getan habt, trefft mich an eurem Diebesnest. Ich habe möglicherweise eine gewisse Erfahrung damit, offizielle Papiere zu duplizieren. Für meine Unterlagen, wisst ihr? Wie können wir da mit einer ordentlichen Fälschung rechnen? Nee, schon wieder, ich fass's nicht. Welser, zum dritten Mal. Ich höre eure Bedenken. Und ich ignoriere sie auf eure Gefahr hin. Habt ihr die Einladung bekommen? Wessen habt ihr euch angeeignet? Nein, sagt es mir nicht. Ich möchte es mit eigenen Augen sehen. Lasst mich mal sehen. Und Begleitung, das ist gut. Laut der Einladung darf man eine Person als Begleitung mitbringen. Sobald ihr eure Begleitung ausgewählt habt, solltet ihr den diamantenen Fingerhut aufsuchen. Wenn ihr nicht in einer Gewandung von Perzius Locke steppt, fallt ihr auf wie eine entzündete Kralle.
Ihr müsst euch nicht hübsch anziehen, ihr dürft euch hübsch anziehen. Doch eure Begleitung wird auch eine Gewandung brauchen, also macht ruhig weiter. Ich bin gleich hier drüben. Die Einladung wird in Windeseile fertig sein. Nun, ich bin dabei. Eine Hochzeit in Hubalajats Palast. Man denke allein ans Essen. Hatte ich schon erwähnt, wie sehr ich eine gute Hochzeit genieße? Selbst eine schlechte kann Spaß machen. Vielleicht? Warum fragt ihr? Natürlich wird es das. Wir werden tanzen und trinken und mit Flaschen nach allen jenen werfen, die eines von beiden nicht engagiert genug betreiben. Auch wenn Magnifica Falora diese Tradition von uns ablehnt, ich werde versuchen, die Gefühlslage der Gäste zu deuten. Ihr werdet im Palast nicht weiter auffallen. Ich habe vollstes Vertrauen in euch, Partnerin. Es war mir ein Vergnügen, Fürstin Balina. Ich ziehe euch immer gern fein an. Kommt später auf meinem Anwesen vorbei, um eure Bezahlung abzuholen. Hatte ich erwähnt, dass mein Gatte fort ist? Sogar dreimal. Meine Assistentin bringt euch die Rechnung. Ah, meine unerwartete Retterin ist zurück. Zaira hat mir schon wegen eurer Nöte in Sachen Stil Bescheid gegeben. Jedes Stück aus meiner Auswahl, das ihr hier seht, sollte passen. Ich habe ein Auge für solche Dinge. Bitte beachtet, dass die Gewandung nur geliehen ist. Ich möchte euch bitten, sie mir mit genauso vielen Löchern zurückzubringen, wie sie hatte, als sie diesen Ort verließ. Ach, das ist doch, als würdet ihr einen Vater bitten, sich ein Lieblingskind auszusuchen. Jedes ist doch auf seine Weise etwas Besonderes. Zarte Stoffe und aufregende Muster hauchen jedem Leben ein, der sie trägt. Ich will das Eigenlob nicht übertreiben, aber ihr werdet euch fühlen wie neugeboren. Nehmt einfach, was euch anspricht. Die erste Wahl ist immer die beste. Dieser schreckliche Ort der Finsternis? Magnifica Falora hat versucht, mich durchzuführen, aber ich bekam Angst und flüchtete. Es war reines Glück, dass ich nicht tödlich gestürzt bin. Und wenn sie mir nicht dieses Schmuckstück gegeben hätte, dann würden wir uns jetzt nicht unterhalten. Ja, darin war ein Kristall, der ein kleines bisschen ihres Bluts enthielt. Ich erwähnte es gegenüber eurem alten Gildenmeister, als er mich nach Einzelheiten zum Aldanobia-Grabmal befragte. Es ist seltsam, aber ich scheine es verlegt zu haben. Ich habe es seit Monaten nicht gesehen. Warum fragt ihr? Nicht nachdem die Handelsfürsten davon Wind bekommen haben. Es hat Vorteile, der bekannteste Schneider von Abbas Landung zu sein. Oberinspektor Ran Beek hat sich persönlich bei mir entschuldigt. Irgendwas von wegen des Übereifers seines Untergebenen oder so. Ganz bemerkenswert, als ob die Gewandung euch ausgewählt hätte. Darin seid ihr kaum zu übersehen. Aha, aha. So richtig aufhübschen kann man euch zwar nicht, aber ihr seht in jedem Fall verlockend schurkisch aus. Ich brauche eine eigene Gewandung für die Hochzeit, etwas, was mein Gesicht verdeckt. Nicht ganz. Wenn Nikolas mit Kosch zusammenarbeitet, dann hat er mich den Wachen vielleicht schon beschrieben. Ich brauche eure Hilfe, um hineinzugelangen. Sobald ihr es in den Palast hineingeschafft habt, lenkt ihr jeden ab, der von drinnen die Tore beobachtet. Ich erledige den Rest. Gut, hier ist eure Hochzeitseinladung, frisch von Silberkralles Tisch. Nachdem ihr eure Begleitung an Hubalajats Palast getroffen habt, zeigt ihr sie dem Torwächter. Ich warte auf eure Ablenkung.